Es wird sehr schön in diesem Spiel symbolisiert, dass alles klar, was war das bitte? Ein Schiff treibt ab. Es wird nochmal zum fünften Mal. Es wird in diesem Spiel sehr schön symbolisiert, dass dieses Piratendasein früher bestimmt gar nicht so ertragreich war, wie viele sich das vorstellen, mit 1000 Tonnen an Gold und was man nicht alles finden konnte damals. In Wirklichkeit war es halt doch nur komische Insel. In Wirklichkeit war es halt doch nur einfach, dass die sich damit ihren Unterhalt für einen Monat gesichert haben oder so. Es war gar nicht so ertragreich, wie viele dachten. Das finde ich ziemlich geil an dem Spiel. Der Piratenjäger holt übrigens langsam auf, wir müssen aufpassen. Zur Not muss man halt bekämpfen. Ich wollte jetzt eigentlich straight der Route folgen. So, okay, das haben wir gefunden. Schiff und sowas, Frack, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dann gehen wir darüber nochmal. Oh, Schnellreise. Warum nicht? Mit einer Schnellreise ist immer gut getan, weil auf dem Weg dahin fällt man eh nichts. Und dann geht das viel schneller. Vielleicht sind wir sogar schon vom Schiff runter. Nee, noch nicht. So. Das hatte ich zwar nicht vor, aber okay. Ja, der schmeckt besonders gut, Captain Salzlager. Brauche ich die? Nein, aber die da brauche ich. Ich will sie noch nicht erschießen. Ich will es mal probieren, taktisch zu machen. Ich weiß aber nicht, ob mir das gelingt. Dann müsste ich mich ja anschleichen, eventuell von oben. Mal gucken, ob ich es von oben schaffe. Ich weiß auch nicht, wie weit die Sicht dieser Tiere reicht. Okay, das hat mich gerafft. Das heißt, ich gehe mal woanders lang. Warum regt ihr das eigentlich die ganze Zeit so? Das andere hat mich noch nicht gesehen. Doch, jetzt auch. Ich bin einfach zu schnell für die Dinger. Ich bin zu schnell für solche Aktionen. Ja, nur was ist denn da unten los? Na nun, hier ist der Krieg! Aber aufs Vollste! Okay. Auch noch. Die machen anscheinend nichts. Sind sie gar nicht der Schirmen. Ich werde ihn einfach mal töten. Was weiß ich, was die gerade veranstaltet haben. Und ich hole mal ganz kurz ein paar Kugeln zurück. Wir haben 15 Kugeln mittlerweile. Echt krass. So, zeig mal du, was du hast. So. Und du da. Na los, komm. Kugeln. Ja. So, und du da noch. Oh, da hat sogar mein Sängerpferde dabei gehabt. Sehr schön. Du, keine Ahnung, was die sich hier gekloppt haben, aber es muss wohl wertvoll gewesen sein. Ich hoffe, ich finde auch noch was. Die werden sich bestimmt nicht um ein Animus-Fragment gekloppt haben, weil das sind nur wir. Das sollte uns eigentlich Besorgnis erregen, aber okay. So. Hier ist ein Schiff. Ah, vielleicht haben sie sich um die Karte hier geklopft. Das kann natürlich auch sein. Nein, keine Angst. Doch, eine Schildkröte natürlich nicht. Und wir haben eine neue Schatzkarte. Bei der Mühle. Okay. Ich hoffe, wir kriegen Salt Lagoon. Ich hoffe, wir kriegen dann wenigstens, wenn wir in der Nähe sind, wenigstens so ein Anzeichen, weil sonst müssten wir ja wirklich die Schatzkarten verfolgen, also müssen wir wirklich dahin reisen bei jeder einzelnen. Also wird es wahrscheinlich sein. So, da ist unser nächstes Ziel. Und schwupps,
Dann haben wir noch eine Kiste, die holen wir uns auch noch. Moment, hier. Ach schön, beim Boot positioniert. Und was fehlt uns noch? Der Aussichtspunkt fehlt uns noch, alles klar. Den holen wir uns natürlich auch noch. Und dann kommen wir ganz schön gut voran. Ach, uns fehlt unsere Truhe, die wird wahrscheinlich im Aussichtspunkt sein. Ups. Schaua. Dann muss ich mal versuchen, dass ich noch 1-2 Rehe fangen. Oh, was ist denn das? Das ist ein großes Schiff. Einfach herrlich. Einfach herrlich, diese Aussicht. Ich bin echt begeistert. Immer noch von dem Spiel. Nach 70, 80 Folgen und wir haben noch nicht mal die Hälfte der Story geschafft. Das wird so ein geil langes Let's Play. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich springe mal ausnahmsweise nicht herunter und begebe mich gleich zum Schatz. So. Da bist du ja, mein Süßer. Flup. Saat Lagoon. Aussichtspunkt der Truhen. Animus-Fragmente. Geheimnisse. Verzierte Tabakdose. Ja, wir müssen noch jagen, auf jeden Fall. Man kann ja nicht mehr Fallen stellen und sowas. Ich glaube, wenn ich in die Klippe gehe, dann wird es uns entdecken. Ja, okay. Was ist das für ein Vieh, ey? Ja, es tut mir leid, liebes Tier, aber du wolltest ja nicht anders. Und so geht's wenigstens schnell. Bei der Unfähigkeit, die ich habe, würde ich dich nur quälen. So. Ah, da ist noch eins. Und ich brauche mindestens zwei immer, das weiß ich ja. Komm mal her. Okay, wunderschön. Da haben wir mal eins so gekriegt. Ist aber doch aufwendiger und hier gibt es ja sowas nicht wie, zumindest habe ich nicht mitbekommen, dass es hier weniger kostet, wenn man so tötet. Die kann man nicht töten, gell? Nee, okay. Wozu brauchst du auch Möwen, wäre Schwachsinn. Ich meine, wozu soll ich Möwen gebrauchen? So, das heißt, wir haben zwei Rehe. Und wir können gleich mal schauen, was wir aus den Rehen machen. Flup. Die Aufnahme steht ja ganz im Zeichen der Herstellung, hä? Jackdaw Upgrades, Edward Upgrades. Nee, so, das wollte ich nicht. Ich will Herstellung machen, genau. Ach da, Gesundheitsupgrade. Wunderschön, wie gesagt. Die Herstellung ist zurzeit nicht verfügbar. Nanu? Anscheinend bin ich noch nicht weit genug in der Kampagne, um das zu schaffen. Na gut, dann halt nicht. Okay, dann müssen wir ganz kurz das... Was bist du denn? Eine 17-Brick. Meine lieben Damen und Herren, wir haben mal wieder was zu tun. Und wie das draufgehauen hat. Sind bereit, Sir. Bereit zum Feuern, Captain. Natürlich sind wir bereit zum Feuern. Und go. Yeeha. So viel Segel wie ihr könnt. Feuer. Wir haben es schon besiegt. Oh, wir können es gleich ändern. Oh, da kommt... Oh, seht mal, was da auf uns zukommt. So, benutzen. Tschüss. Habe ich ihn getroffen? Nee. Stirb doch mal. Verarsch mich nicht. Boah, wie ich den hasse. Was ist das für ein Typ? Na gut. Na los, kommt her. Ladies, ist genug für alle da. So, gute Nacht. Stirb und...
Was ist denn hier? Ich sehe gar nichts mehr. Ich würde mal mein Schwert abziehen. Ich wollte eigentlich auf das Fass schießen, aber es hat nicht ganz geklappt. Da hätte ich vielleicht drüben bleiben müssen, wenn ich das ordentlich hinkriege. Stirb doch einfach! Und du auch noch, komm! Ach, 10 Leute müssen wir töten. Na klar, das ist eine Brick. Eine Brick ist das hier. Oh, das ist böse. Oh, so zusammengekrüppelt noch am Rand des Bootes liegen. Und das war gemein. Hallo ihr Lieben! Checkdoor muss ich nicht aufrüsten. Rum, Zucker, Schwere, Kugelmesser. In Kenways Flotte aufnehmen. Wir nehmen es erstmal auf und können es dann abfracken zur Not noch. Bekanntheitsgrad geringer verringern möchte ich gar nicht, weil die Piratenjäger sind immer willkommene Kampfkumpane. Was war das denn gerade für eine Musik? Hoch, Bewegung, ihr Ratten. Hallo! So, ich sehe erstmal hier rum. Wuhu! Warnung Sperrgebiet. Natürlich, ich werde ja nicht rausgehen, reingehen. Ich werde nur rumsegeln und mir diesen Piratenjäger holen. Und dann zeigen wir mal, wer hier der wahre King of the Sea ist. So, ganz schön ruhig geworden. Wo segelt er denn lang? Ach, da ist er. Ich werde ihn einfach mal direkt rammen. Sicherheits ab und bereit machen zum Go! Feuer! Woo! Und woo! Das ging einfach. Was schießt denn da? Der ist weg. Ach ja, der schießt. Hallo! Das wird reinhauen. Moment. Und nochmal. Okay, Moment. Oh, Mist. Das habe ich. Das sind ganz schön viele Felsen hier. So, einmal rumschwenken. Und Moment, nicht zu sehr. Oh, gut, das war's auch schon. Na, dann holen wir uns mal die beiden Schiffe. Das ging schnell. Wir haben echt ein gutes Schiff mittlerweile. So. Schön mal ran. Alles klar für den Aufprall. Kein Aufprall. So. Oh. Ich kann ihn jetzt schon mal töten. Moment. Hat es nichts gebracht? Ich kann ihn gar nicht angreifen. Ist ja lustig. Captain steuert. Großsegel, los geht's! Alle aus der Großkraft! Dann hole ich mir erst das da. Bringt die Hauptsegel in den Wind! Habe ich eins versenkt? Hauptsegel, halbe Segel! Holt sie nieder, raus aus dem Wind! Segelbergen, Bewegung, halbes Segel, fangt etwas Wind ein. Moment. Hast du es versenkt? Ne, ist noch da. Dann halt nicht. So, los, Carrie, wir sind jetzt erst an Bord, wie immer. Oh, was halt so. Okay, los, komm. Singen. Na, dann machen wir es halt anders, okay. Ich will ja gar nicht hier hoch, Malter. Ein Trottel ist das manchmal. So, und runter mit uns. Ah, sind auch Piraten, stimmt ja. Gute Nacht. Und Schabum. Ein Kugelkick getötet. Stirb! Und du auch noch, komm hier!
Und tschüss. Ja, der Chemrail tut wieder auf alle möglichen Leute umschwenken. Hauptsache tötet keiner, greift einfach alle einmal an und lässt seine Crewmitglieder währenddessen sterben. Schön, hat es einfach noch geschafft. So. Jo, meine Freunde, jetzt haben wir wieder hier volle Kanone losgelegt und so. Was schon mit dem Schiff geht. So, in Holzmetallstoff und wieder dabei. Hier den Schick doch. So, wenn ich weiter in diesem bekloppten Akzent rede, werde ich selbst bekloppt irgendwann nochmal. Ach, Moment, das bin ich ja. So. Wir lassen den Piratenjäger schön untergehen. So. Und los geht's. Der geht ganz schön langsam unter, hä? So. Und jetzt erkennen wir los. Hopps.